Willkommen am Apart Spezial. Die ELF Biennale von Strassen hat sich ganz unerwartet letzte Woche zu einem giftigen Streitfall entwickelt, der von Tag zu Tag mehr Ausmaßen anhält. Streitobjekt als sogenannten Diptychon, ein Art Doppelbild, mit Olivschwarf auf Holz gemalt, das mit einem Förderpreis ausgezeichnet wird. Autor von dem Werk als ein Kunststudent Jeff Diesbusch. Aus den USA hat sich die letzte Woche die sino-amerikanische Fotografin Jingna Zhang gemalt und behauptet, der Litzebauer Artist Diesbusch hat hier auf Instagram 2018 publiziert Foto Tyrandot plagiiert. Ihr Foto wird einfach seitenverkehrt aufgemalt gehen, ohne dass der Litzebauer Artist den Source genannt hat. Das muss Konsequenzen haben und das Bild muss direkt aus der Ausstellung verschwunden. Der junge Artist hat den Vorwurf zurückgewiesen, der frei geschrieben und argumentiert, es wird dort eine künstlerische Verarbeitung, ein eigenständiges Bild. Gemeng Strassen hat nun ihrerseits erklärt, der Reproche für Plagiat gave einer Sicht, ehe sie gave Stellung holen. Zander hier schlägt die Geschichte immer mehr Hechschwellen. Nachdem die amerikanische Fotografin sich ausfeierlich an den sozialen Netzwerken und an einem Zeitungsinterview geäußert hat, ist der Mark Thomas der Sache nachgegangen und hat den jungen Artist als ein Advokat in ihr Stellungnahme gefragt. Zanter, dass die sino-amerikanische Fotografin sich gemeldet an schwere Reproschen und den jungen Artist Jeff Diesbusch gerichtet hat, hat sich die Sache an den sozialen Netzen zu einem regelrechten Casus Belli entwickelt. Jenny Ameni fühlt sich berufen, Kunstkenner zu sein, Richter zu spielen und über den Kunststudent hier zu fallen. Denn Herr Diesbusch gauf Männer seiert und muss schlimme Beleidigungen über sich ergehen lassen. An der Zwischenzeit hat der junge Artist sein Diptychon aus der Ausstellung zu Strassen weggeholt, wo er Platz von den Bildern just nach der weißen Hintergrund zu gesehen hat. Man vermerkt, dass der Artist decidiert hat, sein Wirker zurückzuziehen. Weil die Geschichte sich an der Öffentlichkeit so zugespitzt an der Jeff Diesbusch sich regelrecht um öffentliche Pranger ausgestellt fühlt, hat ihn ein Advokat angeschaut, auch weil das Ganze von der zu der für ihn und seine Familien immer mehr unerträglich ging. Für jenen, aus denen Réseaux sociaux und aus einer gewissen Presse, die die Jungen assailliert haben, wegen Degelass, oder was? Ich fange nun, indem ich eine Korrektion mache. An dem Katalog von der Gemeinde Strassen, wo ich ja püliert von Inkohärenzen. Da ist eine Inkohärenz, was ein Datum überlangt von dem jungen Mann. 1988 steht da. Das heißt, er wäre dann 32 Jahre alt. Und ist er 24 alt. Und das ist ein Student von der Fakultät des Arts von Strasbourg. An dem Mode wie Gott, nicht einmal abstrait, wo ein Zimmer refugiert, wenn ich kein Nuss, kein Mol, keine Hand, an der Sternisch, nicht Figuratives, kapables, damit den abstrait hier nicht mich figurativ am Stil von Raphael. Ein Genuss, für zu gucken, ein großes Talent am ganz Land, misst ganz froh sie, so ein Mensch als Künstler zu hören. Ich will das Wort Künstler ganz eng. Das wird ja immer utilisiert, von den Dekorateuren bis zu den totalen Kompetenzen. Das sind alles Künstler. Hei Azeré, rechte Künstler. Den zur Sau gemerkt ihn hast, pour rien. Herr Diesbusch, die hat das Bild da gemalt und das hat ein regelrecht Fall ausgelesen, die Kredlo Graffe Plagiat Viergeheit von der Fotografin aus den USA. Was so da dazu? Mein Diptychon Tafelwerk, das entstanden, nur eine Recherche, an der ich mich schon ein bisschen mit asiatischen Tränen auseinandersetzen, folglich habe ich, weil ich Maler sind, nur andere Künstler und nur Maler-Gesicht, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und ich bin auf eine gewisse Katalin Ilinka gestoßen, dem seine Bilder verlinkt waren, auch mit der Foto von der Madame Zhang, und mit sich anderen Reproduktionen von der Foto, künstlerische Reproduktionen, Malereien und so weiter. Und darauf sind, habe ich die abgegriffen, als Influence, für sie weiter zu verwerten an einem Tafelwerk, an einem Tafeldiptychon. Tafelwerk, das sind in ihrem Fall waren das zwei Bilder, ne, die dort dann ausgestellt
Das ist ein Werk, ein Diptychon, also ein Tafelwerk, das besteht aus zwei Tafeln, die unzertrennlich sind. Die gehören zusammen und wird als Unität, als End angeguckt. Lo wirft die Fotografin E4, die hat quasi ein zu ein Schuss Seite verkehrt, sich einfach übermalt. Da hat sie dir nicht aufgestanden. Nein, das ist erstens mal an einem artisanalen Medium, das gemalt. Es gab von Änderungen viel geholt und darüber heraus als gänzlich neuer Kontext entstanden, weil mein Werk Turando rein Salome-Ikonografie repräsentiert, verweisen dabei auf beispielsweise dem Sebastiano del Piombo, Heichrenaissance-Maler, sein Werk Salome. Es wird komplettiert, Salome-Ikonografie wird komplettiert durch den zweiten Tondo, den unentbehrlich ist, an den sich artikuliert in Funktion von den extrem vielen Repräsentationen vom Täuferkap. Das Kunstgeschichte ist voll davon. Und wie das dann ausgebracht ist, du hast eine Welt entstanden, ne? Wo der frontal attackiert ist. Evidemment, weil ich nicht gerechnet habe, so ein Hass innerhalb von Minuten zu erfahren. Das wäre etwas, wirklich konnte ich nicht vorstellen als junge Künstler. Ne? Nein, absolut nicht. Ich begrüße, welche klassische Künstler sie vertreten, welche gewissen Humanismus an einen Vor an den Mensch, Glauben an den Mensch. Und ich habe nicht gedacht, dass man kapabel wäre, einen Weltfremden so viel zu vernichten. Die sind noch aber hier gegangen, und die hat dann die Bilder, ihr Bilder, rausgeholt aus der Ausstellung. Ne? Genau, weil auch ganz viele Kommentare kommen von Leuten, die sie vernichten und aus schon sie müssen fortwählen. Ich gesagt, nicht schön aus für all die, die die Jungen so assailliert. Nicht? Das würde ich nennen Kanalisationsreher von der Réseaux sociaux. Und an den Kanalisationsreher sitzen noch immer Journalisten, die sich über Nacht informieren und immer sammeln. Wenn die Leute sich informiert hätten, hätten sie das hier gesehen. Wenn es läuft. Du siehst, dass die Foto von der Frau eine enorme Kopie inspiriert hat, die auf der Foto geschafft hat. So dass sie kann unwollen, dass sie das toleriert hat. Toleriert hat. Und da sehe ich nicht, für was das hier eine Autorisation muss, wenn das da voll ist. Nicht? Und das sind Bilder, die verkauft sind. Verkauft. Voilà. Dat, wenn sie das geguckt hätten am Internet, dann hätten sie schon eine ganz andere Vision von Raphael. Ne? Die hat das ja noch scharf, dass ein Mensch das gesagt hat. Voilà. Das ist eine Sache. Dabei kann das besanigt. Dass das Medium nicht das Erwischen ist. Nicht nur ein Foto von einer Frau, die ist ganz schön. Bien entendu. Kritik, aucune. Aber hier misst du daraus ein anderes Medium. Ein Mold, ein Will. Ein Satz, Gesicht, etc. Das ist etwas anderes. Es ist nicht die gleiche Sache. Und das gemacht magnifiquement. Aber ich komme zurück auf die Sache von der Gemeinde Strasse in ihrem Katalog. Und da habe ich Folgendes festgestellt. Und da zeigt der Biennale, nicht? Da kriegt den Premier Prix eine gewisse Claudine Maillet. Aber was hat sie gemacht? Sie hat die kleine Manni da, seht ihr, den habe ich beschützt. Ja? Muss ich verstehen, für was? Ich fand das von einem ridicule profond, aber peu importe, das ist ganz scharf geschützt. Wo sitzt denn? Da. Was hat sie gekriegt? Nicht Preis. Kein Mensch hat sich darüber vorgestellt. Da kommt nicht zu dem großer Preis, der Prix Spécial du Jury. Prix Spécial du Jury. So, das ist la Maison de Panier. Die hat gemacht in Copyright an dem Mann, den gemacht hat, ist Folia, eigentlich, ne? Folia. An Royal Botanic Gardens. Und das ist Copyright, Folia, und das geschützt. So, hier ist das, was ausgestellt ist. So, das ist das Original. Ja,
Kann er mal so, was du anstellst? Das ist ein. Das ist ja noch. Idem. Ne? Dann heißt die dritte. Idem. Prix spécial. Prix spécial. An der 11. Biennale zu stoßen. Ja, hallo. Flott, ne? Und da gibt es ja charmiert den Tieren. Und du hast alle drei von der Foto. Und die hast geschützt. Hein? Da sollen mal die Experten kommen. Sie nennen ja nur Experten, ne, für zu gucken. Das ist zum Beispiel ein guter Arbeit der Experten. Soll gucken. Und sie freuen, für was das Ding den großen Preis gekriegt hat, weil sie wunderbar alles kopiert hat, bis zum Trailer plus simple. Da komme ich zu einem anderen Problem. Ne? Das ist das Problem von der Histoire de l'Art, an der finde ich immer, dass ein Peintre sich um anderen inspiriert. So geht auch Kultur weiter. Ne? Das ist ein Osmos, das geschieht, wo ein den anderen respektiert, den den anderen plus oder weniger noch möchte. Aber da gibt es Sachen, wo das noch machen. So frappant das. Dass ich mir ein Pläsier mache, ich das nur zu weisen. Ich hole den Van Gogh. Ich bin Spezialist für japanische Kunst. Ich kenne mich gut aus in ihrer Geschichte. Am 19. Jahrhundert gab es eine große Ausstellung zu Paris. Da sind die ersten großen japanischen Moloch abgetreten. Und dann hinten den Hiroshige und den Hokusai. Und der Van Gogh kommt nicht mehr aus den Galerien raus. Er sitzt da die ganze Zeit zu gucken. Aber wie er fertig war, wird dann massiv alles weiter kopiert. Ich weiß nicht, wie das so klar ist. Guck, da hat er einerseits den Hiroshige. Das ist der Mann, den Original, und das ist der Van Gogh. Ja. Sehr klar. Hier ist ein anderes Beispiel. Schau den hier, den zweiten Van Gogh. Ne? Guck dir das an. Ne? Guck dir das an. Es ist du pareil au même. Kein Mensch schwätzt davon. Nobody. Aber ja? Das ist normal an der Histoire de l'Art. Ganz normal. Der Picasso. Du gibst tausend andere Beispiele. Ich gebe dann zum Beispiel den Michel Mayerus, den wir verloren haben. Ne? Den mischt dann ein Bild. So, ne? Und dann hält das da raus. Ich will nur mal so, rien de particulier. Die jenen aus den Couloirs, die réseaux sociaux, aus den Exkrementien, Couloirs, die hatten Maul zu halten, sie informieren, ihr seid da greifen, wie Rindfeier. Dann hörst du zum Beispiel der Machtschak, ne? Der stellt da aus, lo, zu Straße. Ja? So, aber lo komme ich zu der Madame Sophie Piron. Die stellt doch aus am Katalog. Ein Flieger mit vier Stewardess. Voilà, du hast ein Original, das Madame, ihr Bild. Sollen sie einen Experten nennen, für zu gucken, wie das ist. Na? Voilà. Die große Jury. Ah, ja, ist ein anderes Bild. Madame Aline Meyrich. Ne? Ja, du hast dann den Atelier Hützel von München, den hat der Droit reservé. Und da kennt Sophie Piron, ne? Das ist auch rausgestellt. Ne? Ja. Idem, ne? Guck ich da denn. Ja? Voilà. Das heißt dann, Herr Vogel, von den Biennale zu Stoße guckt, eher Beispiele hei. Die können ja nicht täuschen, ne? Die können ja nicht täuschen. Dann aus vieles, was du gemacht hast, was man überholt geht. Ja, yes, total überholt geht. Und das ist exzeptionell, aber das in der Histoire de l'Art, toujours comme ça. Das geht beim Van Gogh, das ist ein Degas, das ist der Monet, geht ob Giverny bei dem Monet. Sein ganz Haus ist voller Ukiyo-Ehen von Hokusai, Hiroshige und so. Der Impressionisme Français ist entstanden durch Japan. Was ja viele Franzosen nicht wollen wissen. C'est comme ça. Der ganze Jardin von Giverny ist ein Jardin japonais.
sein ganz Haus ist voller Ukiyo-e. Voilà. Das erklärt für was, dass zum Beispiel Molach aus dem französischen Impressionismus eine Frau holen, die aus dem Bad kommt. Ne? So etwas wie ein Degas oder so. Das ist eine Kopie von einer japanischen Malerei. Das war das formidabel. Japan war so bis 1854 zu der ganzen Welt. Dann haben wir gesagt, an der kommenden, mit einer formidablen neuen Kunstrichtung, wo Movement drauf war. Nicht mit der Statik, die wir hatten zu, an Europa, an unserer Kunst, wo alles statisch ist. Nein, das Movement dran. Und da kommen die Maler, die ganz großen Maler, die gucken da. Und das ist kein Mensch, den du hast dagegen tut. Aber wenn ihr nicht möchtet, na, voilà, da, das ist etwas. Da kommen die jenen, da jeizen die. Und da beißen sie den Mensch, die nur 22 Jahre. Das geht durch, wie so ein Flamm zu kriegen, dass sie ihn abhält mit Maler. Ich hoffe nicht, dass ihn das so hält. Zu tragisch halt. Die amerikanische Fotografin, die hat dann noch schon angedeutet, dass sie Gevelo in Afrikot zu Lützburg erschalten. Das hat mich mal ganz viel pläsiert. Mich mal extrem pläsiert. Und das auch das, was ich dem Jungen, die ich mich gesagt habe, den soll nicht mehr nicht Angst tun für so einen Prozess, weil die Madame hat kein Präjudice. Was für ein dummer Schütze. Wenn sie zugelassen wird, dass tolle Feld so kopiert und hier Sachen transformiert, die eine so, die andere anders, die sieht so, die anders, Tore fallen nicht mehr zu, toleriert das. Und dann ist das große Spektakel. Hier hat hier eine enorme Chance gegeben, in vitu sui, bien entendu. Aber sie hat hier einen formidablen Pübel. Der Präjudiz besteht in der großen Pübel. Wenn du zum Beispiel so ein Affair ging, plädiert im Tribunal, das ist ein Genuss für mich. Ein richtiger Genuss. Ich meine mit für nichts. Für gut nichts. Weil ich es mit Genuss mache. Da freue ich mich. So, aber was schaust du dir da? Was, Fred? Dass mir jetzt an der ganzen Welt nach mir bekannt gemacht hast. Hast du dir geschaut? An dir schaust du dich nicht. Mit ihrem Prozess. Wir werden drauf. Das ist ein Gerücht, das in der Stadt zirkuliert, dass die ganze Geschichte auf eine Bösartigkeit beruht, an dem das Bild, dass die Madame das Bild kommuniziert hat, hier von Lützburg, von einer Person. Was ist da etwas davon? In der Tat, das ist ein gut ehemaliger Schulfreund, den Fumer, der falsche Informationen weitergelegt hat. Das ist, die geht davon raus, dass. An dem Ding bekommen wir uns, logisch. Ah, froh, nicht wegen uns, sie bekommen. So geht das nicht. Das war mir nichts vorher, Vogel. Wie gesagt, dass du juristisch raus. Hier ist l'origine von diesem falschen Skandal. Den der Junge an eine Depression nervöser getrieben hat, wo wir ihm alle Guren müssen helfen, für rauszukommen. Weil es wäre ganz schlimm, wenn der Mensch, den so talentiert ist wie hier, ging, ich weiß nicht, was, einen Schwächeanfall kriegt, und er ging abhalten oder er hat Flamme oder so viel. Aber der Junge ist durch die Furchtkodin gegangen. Er hat gelitten. Und die Leute, die lui ont causé la souffrance, die bezahlen dafür. Du wirst es nicht. Soweit für den Moment das Interview mit dem jungen Artist Jeff Diesbusch und dem Advokat Gaston Vogel. Wer als Fachkreise zu hören ist, kriegt der Streit nach Konsequenzen und muss in Zukunft mit Mesuren gerechnet gehen, was die Rolle von Jurien und Kriterien bei Ausstellungen betrifft. Sobald sich etwas weiteres an diesem giftigen Kunststreit tät, werden wir natürlich darüber berichten. Themenwechsel. Auch diese Woche hat als Ökospezialist Jano Weber eine neue Reportage realisiert und das kann ja mit viel Beton. An den Büschen bei Birkerich sind wir 2016 ein erste Kehr
neigebauten Bret beschwer abgefallen. Allein an der Gemeinde Birkrich sind bis 2018 ein 40 Kilometer so breit Neubösch-Autobunnen an den Böscher entstanden. Dürno dasselbe auch an der Gemeinde Habst-Asel. Ob die Antwort von einer parlamentarischen Aufruf vom Deputierten Sven Klemmer geht auch hier, dass allein an der Gemeinde Birkrich-Asel bis Ende 2019 ein 80 Kilometer dieser breiter Bösch-Autobunnen an Arbeiterböscher gebaut sie gehen. Dorinner 40 Kilometer komplett neu Wehr. Also Wehr, do, wo bislo, nimmene Bösch vor. Hannover würdet für diesen rabiaten Angriff an Natur, an de Bösch, kein Kompensationen gebraucht. Dann jeft sie noch nach am selbigen Bösch bei der Kreizerbuch an der Gemeinde Habst viel Kilometer so neu Wehr gebaut gehen. Das Böschzerstörung aus am Kader von einem Rabanbermann gemacht ging, ein Böscher, wo die größten Besitzer der Stadt und Gemengen sind. Ein Rabanbermann, der wie jetzt hängt, bei den privaten Böschbesitzer gut nicht gut gekommen ist. Wie wird also ein Rabanbermann am Bösch? Ein gut froh, genieso, wie wird so Böschautobunnen überhaupt haut gebraucht gehen? Gebraucht gehen das Böschautobunnen für den Bösch besser zu bewirtschaften, wird das geheischt. Es soll ein Kamion können an der Bösch fahren, wie Holz, wie Säue, an einfach herauszuholen. Alles, aber auch alles, wäre total unsinnig bei diesem Bösch-Remembrement und das alles auf Kästen vom Steuerzahler, auf Kästen von der Natur, vom Bösch. Ein Bösch, der schon genug Probleme durch die Klimakrise hat. Nun konnte ich mengen oder hoffen, spätestens wie die Verwaltung ein Stopp für Neubeschwer ausgeschwert hat, dass der Bösch an der Natur an der Gemeinde Birkrich zurückkam. Weit gefehlt. Mai 2022 erneut sind an der Gemeinde Birkrich Wehr massiv befestigt gehen, Feldwehr Richtung Bösch, Wehr am Bösch. Durch eine Wehr, die riecht am Kader, vom Remembrement für eine Puyo befestigt geholfen, robust abred wir, über die problemlos Gefährer von Kanakutsch, über Velo bis Kamio kommt darüber passieren. Bred wir, stabil wir, also weit vor und so engem Weh, noch nicht gut genug. Ob derselbe wir, die für eine Puyo gebaut sie gehen, wird das schwer Kamio können darüber führen, aber nein, geht lo alderem, ob derselbe Wehr auch do von Natur knaps die erst wonnen der Lernsch verstoppen konnt, eifrig geschafft. Ob Feldwehr Lernsch nach biodiversitätsreich Landschaften, Landschaften, wo lo am Frühjahr mat die empfindlichste und wichtigste Jahreszeit ist, do müssen wir lo erneut an so Landschaften rabiat ergreifen. Wir zerstören aber neits Natur und dat an der Gemeinde Birkrich. An einer Gemeinde, die immer ein Vierbild a puncto Nachhaltigkeit an Naturschutz vor. Dei, et kann ich so ein Dürbel befestigt wehe, lehme lo noch zusätzlich Betons placken. Ja, Beton. Das ist Natur a klimafeindliche Produkt Beton, lehme lo noch ob die befestigt wehe. Betons placken, auch an de Bösch. Beton, auch ob breit ausgebauten Böschautobunnen. Beton an der Bösch, das möchte ihn enorm traurig, wie in alterem gesagt, vielleicht fange ich mir immer mit unseren Ressourcen, mit unserer Natur, mit dem Bösch umgehen. Betons Placken, auch an eine ausgeräumte Kulturlandschaft, wo man auch immer nicht genug Feldwehr befestigt, lehren wir nicht, absolut nicht bei, was das eine neue Beschäftigungstherapie oder Hummer suchen oder Budget zu viel. Testen oder probieren wir etwas aus. Wie immer werdet ihr diesen traurigen Spektakel und Argumente an Rechtfertigungen gehen. Wie wird das gut aus? Sicher wird auch behauptet, dass das alles nachhaltig ist. Nee, das ist das sicher nicht. Wer doch immer das Aktivitäten soll, bedeutet das erneut für die Natur,
für das Klima eine Weiterbelastung. Erneut bezahlte Steuerzölle an einem reichen Land, an einem Land, wo wir all unseren Suen zur Verfügung stehen, an so einem Land als alles möglich, außer ein bisschen Respekt für die Natur und die Welt. Das ist ein trauriges Spiel, sondergleichen, das immer zu Lützeburg alle Lobbyisten müssen bedingt gehen. Und da gehen so Irrsitzigkeiten als schön auch richtig verkauft. Das war es für das Woche. Ein neuer Rendezvous haut an 8 Tage mit einer neuen Emission Apart Spezial. Wenn ihr eine Sendung verpasst habt, könnt ihr das über apart.tv.lu oder über apart.tv YouTube-Kanal in der Apart Spezial gucken und lauschen.